In diesem und den folgenden Videos würde ich Ihnen gerne eine ganze Reihe von Patterns vorstellen. Die stammen alle aus dem Buch Emoting Patterns von Herrn Völter und anderen Autoren und würde Ihnen daran gerne zeigen, wie Sie eine Remote-Aufrufe, die Client-Server-Kommunikation oder auch Peer-to-Peer-Kommunikation gescheit strukturieren können, sodass Sie langfristig lebensfähige Software machen. Und Software machen, die auch jemand, der nicht aus Ihrem Team ist, anhand des Codes relativ zügig versteht. Deswegen kümmern wir uns jetzt um Patterns. Was Sie machen wollen, ist ja, Sie wollen in Ihrer gesamten Applikation die Sockets oder was auch immer Sie stattdessen verwenden, nicht über den gesamten Source Code verstreuen, sondern Sie wollen wenige Stellen im Source Code haben, wo Sockets eine Rolle spielen. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Grund 1 ist, wenn Sie ein Team haben, was aus mehr als zwei Personen besteht, kann sich nicht mehr jeder mit allem auskennen. Wenn Sie die Technik jetzt kapseln an eine Stelle, muss ich nur noch ein armes Schwein aus dem gesamten Softwareentwicklungsprojekt mit dieser speziellen Technik auseinandersetzen. Also es gibt dann den bei Sockets den Socket-Experten. Wenn Sie es gescheit gekapselt haben, muss nur noch einer im Team sich damit befassen und kann die Fehler reparieren. Und wenn Sie da was ändern wollen, haben Sie nur noch eine einzige Stelle, an der Sie ändern müssen. Also ein wichtiger Punkt beim Thema Kapselung ist, dass Sie Experten bilden können und dass nicht mehr alles alles können. Jeder alles können muss. Zweiter wichtiger Punkt, wenn Sie feststellen, die Technik funktioniert nicht mehr so, wie Sie wollen, oder Sie wollen Dummies oder Mocks zum Testen machen, ist es immer wichtig, dass Sie Sachen so weggekapselt haben, dass Sie halt die Ist-Implementierung durch eine andere oder durch einen Dummy ersetzen können. Deswegen kapseln Sie Technik normalerweise. Deswegen fassen Sie alles, was mit Sockets zu tun hat, in eine oder wenige Klassen und Interfaces zusammen. Zweiter wichtiger Punkt ist, wenn Sie was programmieren, spukt ja in Ihrem Kopf ein mentales Modell rum. Sie haben sich ja was dabei gedacht. Irgendein Schema steckt ja dahinter, wie Sie Ihre Klassen benannt haben. Sie haben irgendeine Struktur im Kopf, wie Sie auf Ihre Methoden gekommen sind. Ob Sie in einem halben Jahr sich noch an diese Strukturen erinnern, steht in den Sternen. Ob jemand anders, also Ihr Mitstudent, Ihre Mitstudentin, bei der Lektüre des Codes dieselben Gedanken hat wie Sie, steht auch in den Sternen. Sie haben ein mentales Modell, Ihre Kolleginnen und Kollegen haben anderes mentales Modell. Je besser Sie beide zur Deckung kriegen, desto besser ist Ihr Source Code. Das heißt also, was Sie da brauchen, sind gute Namen. Namen wecken Assoziationen im Kopf. Also wenn Sie Namen hören, geht ja so eine Assoziationskette in Ihren Neuronen los und es tauchen verwandte Begriffe und Konzepte auf. Und jetzt ist es ganz wichtig, die Namen so gut zu finden, dass in den Köpfen aller Personen ungefähr das Gleiche passiert. Und deswegen muss man sich über diese Namen der Konzepte besondere Gedanken machen. Und genau das ist der Grund, warum wir hier Patterns verwenden. Weil in dem Patternbuch sind diese Namen eindeutig definiert. Sie haben ein bisschen Text dazu und die Autoren haben hoffentlich lange genug darüber nachgedacht und haben, sagen wir mal, solche Namen gefunden, die bei vielen dieselben Assoziationen wecken. Und deswegen nehmen sie Patterns her. Erich Gamma beschreibt in einem Podcast zu seinem Design Patterns Buch, also das ist ja das bekannteste Buch zu Design Patterns, das, was am längsten gedauert hätte beim gesamten Entwurf von diesen vier Autoren zum Design Patterns Buch, ist das Finden guter Namen. Also da ist es das A und O. Je besser die Namen, desto besser verständlich ist ihr Source Code. Also da muss man sich wirklich Mühe geben und deswegen verwenden wir Patterns. In diesem ersten Video möchte ich Sie mit einem Entwurfsproblem konfrontieren. Das hatte ich selber, deswegen kenne ich mich damit natürlich auch ein bisschen aus. Ich sollte im Jahr, das muss ums Jahr 2000 rum gewesen sein, das ist jetzt gute 20 Jahre her, für den Gesamtverband der deutschen Versicherungen Applikationen bauen. GDV steht für Gesamtverband der deutschen Versicherungen, sind alle deutschen Versicherungen organisiert. Und die wollten ein Netzwerk aufbauen, das Schadennetzenetz. Und da war die Idee, falls jemand sein Auto kaputt fährt, wird so eine Schadennetznachricht erzeugt und die Versicherung erfährt relativ früh von dem Kfz-Sachschaden. Und dementsprechend hatte sich der Gesamtverband der deutschen Versicherung hier dieses Nachrichtenformat ausgedacht. Am Ende war das Nachrichtenformat im Prinzip eine Interpretationshilfe für ein Byte-Array. Das heißt, Sie sehen hier Anzahl Bytes und Startbyte. Das heißt, Sie wissen, die Satzart, was auch immer das fachlich jetzt ist, beginnt bei Byte 1 und ist 4 Bytes lang. Die Versionsnummer fürs Protokoll startet an Byte 5 und ist 3 Bytes lang und so weiter, ne? Also VU-Nummer, das ist also die Versicherungsnummer, startet an Byte 8
und hat 5 Bytes. Oder die Versicherungsscheinnummer ist entsprechend länger. Ne? Also Sie können sich vorstellen, wie das gemacht ist. Und wenn Sie jetzt nicht anfangen, objektorientiert zu denken und das in gescheite Strukturen zu bringen, da kommen Sie in den Wald. Und das Zweite ist, wenn Sie jetzt anfangen, selber ein bisschen sozusagen Versende- und Empfangssoftware rumzubauen, auch da kann man mit ein paar Abstraktionen sich das Leben sehr viel erleichtern und den Code sehr viel verständlicher machen. Und darum soll es in den nächsten Videos gehen. Das erste Pattern, was wir uns anschauen, ist das sogenannte Message Pattern. Da steckt eigentlich gar nicht viel dahinter. Grundidee ist, alles, was bei Ihnen als Nachricht ausgetauscht wird, erbt von einer gemeinsamen Basisklasse, die Sie einfach Message oder in Deutsch Nachricht nennen. Und das ist dann die Basisklasse für alles, was Sie über Netzwerk oder über andere Kanäle verteilen wollen. In einem Middleware-Standard, den sogenannten SOAP-basierten Web-Services, das war so Anfang der 2000er Jahre sehr populär, heißt dasselbe Envelope. Auch da haben Sie so ein Bild im Kopf, dass Sie einfach so einen Briefumschlag nehmen und in dem Envelope, da können Sie dann Daten reinstecken. Das entspricht ja im Grunde so ein bisschen dieser Nachrichtidee in Middleware. Und auch bei asynchronem Datenaustausch heißen diese Sachen dann am Ende doch Message und Sie senden und receiven diese Messages. Und von dieser Basisklasse, da leiten Sie jetzt spezifische Klassen ab. Dafür mache ich nochmal ein eigenes Video. Sie können zum Beispiel so was wie einen entfernten Methodenaufruf dadurch machen, dass Sie eine Request-Nachricht machen. Da schreiben Sie rein, welche Methode Sie aufrufen wollen und welche Parameter Sie haben. Und der Server oder das aufgerufene Peer schickt Ihnen dann eine Response-Nachricht zurück, wo der Antwortwert drin steht. Oder er schickt Ihnen Fault zurück, falls was schiefgegangen ist. Oder Sie schicken Dokumente rum. Das heißt, Sie haben zum Beispiel ein Foto gemacht und wollen das jetzt durch einen Bildveredelungspipeline veredeln lassen. Dann wäre Ihre Nachricht so eine Art Dokument. Und dann schicken Sie ein Dokument hin als Nachricht und Sie leiten noch eine zweite Klasse, nämlich Acknowledge, von der Basisklasse ab. Also Sie sehen schon, also aufgrund der Namen Request Response oder Document Acknowledge können Sie schon verschiedene Bedeutungen erzeugen und Sie haben so ein verschiedenes, schon so eine Art Grundahnung, was sich dahinter verbergen könnte. Ja? Deswegen, also da erzeugen Sie Assoziationen im Kopf. Und die sollten, wie gesagt, korrekt gewählt sein. So, und wichtig ist, wie gesagt, dieses Message, das ist dann die Grundabstraktion von allem, was wir in dem Netzwerk austauschen wollen. Und wir kapseln da all die normalen Daten, die wir austauschen wollen, die sogenannten Payload und alle Metainformationen, zusätzliche Attribute, irgendwelche Properties, Sender und Empfänger, das hängen wir in die Nachricht rein. So, und das machen wir einfach mit der Basisklasse Message, ne? Und die kann man serializable machen, das ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen verkehrt auf der Folie, kann man auch lassen, je nachdem, was für eine Serialisierung Sie nachher fürs Netzwerk verwenden. Das wollen wir ja auch austauschbar machen, dazu kommt aber nachher noch ein Pattern. Das zweite Pattern, was ich kurz anschneiden möchte, ist das sogenannte Forwarder-Receiver-Pattern. Grundidee ist jetzt, Sie wollen sich ja nicht überall in der Applikation mit dem TCP-IP-Schnickschnack herumschlagen. Sie wollen nicht, dass sich jedes Teammitglied mit TCP-IP und Sockets und schon gar nicht mit der Fehlerbehandlung und Timeouts auskennen muss. Da wollen Sie ein armes Schwein benennen, der noch ein Backup-armes Schwein hat, also 2 maximal im Team, die sich jetzt mit dem Zeug auskennen. Alle anderen können dieses Thema völlig ignorieren. Und was wir jetzt brauchen ist, wir brauchen jetzt hier so eine Art Innensicht-Außensicht-Idee. Das heißt, Sie wollen so eine Art Schnittstelle haben, wo die Außensicht sehr einfach ist, sowas wie versende mir eine Nachricht und die Innensicht ist dann beliebig kompliziert, sowas wie Socket oder irgendwelches andere Gedönse. Also einfache Außensicht, möglicherweise komplexe Innensicht. Die Kommunikation, gerade wenn Sie da Dummies schreiben wollen, ist sehr schwer zu bauen und es führt zu relativ komplexem Code. Auch das Übermittlungsprotokoll, wenn Sie es selber programmieren, kann sehr stark verstreut sein, wie gerade schon dargestellt. Und auch die Fehlerbehandlung ist in einigen Stellen manchmal etwas schwierig. Sie haben es ja in den letzten Videos letzte Woche gesehen, also es ist alleine schon ein Problem, einen Server sauber runterzufahren, ohne dass der mit Exceptions um sich schießt. So, aber wie gesagt, und die Idee ist, jetzt bauen wir uns ein Pattern, was uns diese Komplexität wegkapselt. 90% von den Teammitgliedern haben ein schönes Interface und müssen sich mit dem Netzwerk überhaupt nicht rumärgern. Die sagen einfach nur, ich habe hier eine Nachricht, tschüss, verschick die mal. Und 10% des Projektteams oder 2, 3 arme Schweine müssen sich halt mit dem Zeug noch auskennen. Wie geht das? Sie spendieren ein Interface zum Versenden von Nachrichten, einen sogenannten Forwarder. Sie spendieren ein zweites Interface zum Empfangen von Nachrichten, den sogenannten Receiver.
Und damit kann, wenn das eine Peer in seiner, in irgendeiner Methode, ich habe jetzt hier beispielhaft die Main-Methode genannt, irgendwas versenden will, dann holt er sich ein Objekt, das das Forwarder-Interface implementiert, also zum Beispiel eine Implementierung für TCP-IP, und der schießt dann mit Send eine Nachricht los. Und auf der anderen Seite sitzt irgendwo ein Receiver, der hat eine Implementierung von diesem Receiver-Interface und kann holt mir dann die Nachricht sozusagen aus der Leitung. Und so kann man jetzt auch einen Datenaustausch zwischen zwei Peers machen oder zwischen Client und Server machen. Beide haben jeweils einen Forwarder und einen Receiver und können jeweils eine Nachricht senden mit dem Forwarder und eine empfangen mit dem Receiver. Im einfachsten Fall ist das Interface so wie auf dieser Folie, dass das Interface Forwarder hat eine Send-Methode und der kriegt als Parameter unser tolles Message-Objekt übergeben. Und wir haben fürs Empfangen ein Interface-Receiver und der hat einfach eine Receive-Methode und wenn die was empfangen hat, gibt die eine Message zurück. Das ist jetzt ein sehr einfaches Interface. Sie können sich vorstellen, man könnte da jetzt noch ein Polling einbauen, indem man zum Beispiel im Receive ein Timeout gibt. Man könnte den Receiver so bauen, dass man da vielleicht einen Listener anhängt, sodass man das irgendwie asynchron machen kann. Also man kann das jetzt sehr schön noch komplexer machen. Aber das ist so das einfachste Interface und wie gesagt, die Außensicht, Send und Receive, mega trivial, in Sicht mit TCP/IP und Sockets und so weiter, durchaus komplex. Und so haben sie sozusagen diese intellektuelle Trennung hingekriegt. Das, was wir nachher in den Implementierungsbeispielen noch brauchen, ist ein Marshaller. Da ist die Idee, naja, also Sie haben auf der Leitung, egal was Sie machen, ob das jetzt eine Datei ist oder Netzwerk, haben Sie immer Byte Arrays, die Sie austauschen. Am Ende des Tages, egal was Sie tun, Nachricht ist immer ein Byte Array. Ich habe Ihnen unter der Überschrift Serialisierung schon alle möglichen Techniken gezeigt, wie man Objektgeflecht in verschiedene Sorten von Byte Arrays übersetzen kann. Sie erinnern sich dran, wir haben XML-Serialisierung, zumindest in Folien gesehen. Ich habe noch kein Video gedreht. Wir haben JSON-Serialisierung gesehen mit diesem JSON-Bibliothek. Wir haben selber was gebastelt unter Überschrift CSV. Oder wir haben die Java-Serialisierung gesehen, wo wir mit dem Object-Output-Stream oder Object-Input-Stream halt Objektgeflecht in Byte-Arrays übersetzen konnten. So, wie gesagt, und das wollen wir jetzt nochmal hinter ein Interface verstecken, dass wir sozusagen diese Strategie austauschen können. Also wir wollen die Software so bauen, dass wir zum Entwurfszeitpunkt noch nicht entscheiden müssen. Nehmen wir jetzt JSON, XML oder weiß der Henker was anderes her. Was da dahinter steckt, ist das sogenannte Strategy Pattern. Also die Strategie, sprich das, wie Sie marschallen wollen, steckt hinter dem Marshalling Interface. Und der was marschallen will, kriegt nur eine Instanz, eine Implementierung dieses Interfaces zugeschickt. Ich habe das Ding jetzt bewusst hier mit reingebaut, weil Sie haben ab und an in Middleware-Produkten, wenn Sie mit etwas älteren Sachen arbeiten, tatsächlich eine Marshalling-Exception. Und jetzt wissen Sie, wo diese Marshalling-Exception herkommt und Sie können dann schon raten, wo wahrscheinlich was kaputt ist. Also deswegen bringe ich es hier nochmal. Sonst könnte man das Ding ja auch Serializer nennen. Also warum der jetzt Marshaller genannt wird, keine Ahnung. So, also, was wir wollen war, wir wollen sozusagen dieses explizit wegkapseln und damit können wir sozusagen das, was über die Leitung geht, einfach beeinflussen und können XML, Java-Serialisierung, JSON oder was auch immer uns einfällt, hernehmen. Und wir können sozusagen verschiedenste Implementierungen verwenden. So, und das Marshall-Interface ist auch recht trivial, nicht? Also, die haben einfach ein Interface-Marshaller. Und das hat zwei Methoden, Marshall und Unmarshall. Und die eine Methode übersetzt Ihnen eine Nachricht in ein Byte Array und die zweite Methode übersetzt Ihnen ein Byte Array in ein Message-Objekt. Und das war's. Und damit haben wir so die Grundbausteine zusammen, um jetzt einen Netzwerk-Datenaustausch zu programmieren. Und das zeige ich Ihnen jetzt. So, jetzt baue ich Stück für Stück ein etwas größeres Demo-Projekt auf. Und zeige Ihnen, wie man die Patterns einsetzt und was man ungefähr darunter zu verstehen hat. Ich denke, das ist am günstigsten mit laufendem Source Code. Also, Sie haben hier mein tolles Message-Pattern. Ich habe hier einfach eine Klasse Message gemacht und die hat bisher nur einen Empfänger. Also irgendeine Information muss die Nachricht haben. Wenn ich den Empfänger draufschreibe, habe ich schon die Möglichkeit, die Nachricht vielleicht sogar durch ein Netzwerk durchzurouten, indem einfach jede Zwischenstation den Destination ausliest und dann an die nächste Zwischenstation vermittelt. Wenn Sie eine Destination drin haben, können Sie es vermitteln. All das, was Sie hier drunter sehen, ist Boilerplate-Code, also einfach Getter, Setter,
Codestruktur und so weiter. So, das ist die Message. In meinem Beispiel aus den Schadennetzen müsste man der Message jetzt natürlich durch eine Unterklasse entsprechend viele Attribute vergeben, sowas wie Schadennummer, Versicherungsnummer und so weiter, sodass sie sozusagen dieses Byte-Array dann in eine aussagekräftige Schaden-Nachricht-Klasse kapseln. So, also Message. Was haben wir noch? Wir haben einen Forwarder. Der Forwarder ist auch relativ trivial. Das heißt, Sie machen Interface-Forwarder, der kriegt eine Send-Methode und schickt Nachrichten los. Und der Receiver ist auch relativ trivial. Das heißt, er kriegt ein erstmal logisch blockierendes Receive und Receive rückt die Nachricht raus. Das war's. Das sind die Grundinterfaces. Und was ich jetzt will, ist ein möglichst einfaches Interface für den Programmierer. Und jetzt programmieren wir mal, ohne dass wir jetzt bisher eine Implementierung haben, Demo-Code. Ich habe hier so eine Demo-Klasse gebaut. Und also wie soll sich das anfühlen für unsere Entwickler? Das heißt, ich baue mal Klasse auf mit einer Main-Methode. Forwarder. Forwarder ist gleich null. Wir haben ja noch keine Implementierung, die kommt ja später erst. Receiver. Receiver. Gleich null. Und was wir jetzt wollen wir eine Nachricht, vielleicht starten wir mal damit, dass wir eine Nachricht empfangen wollen. Wir sagen Message, Message gleich Receiver.receive. So. Weiter könnten wir vielleicht jetzt hier irgendeine Verarbeitung machen mit Message. Und wir könnten dann vielleicht auf die Idee kommen, eine neue Nachricht zu verschicken. Vielleicht wollen wir ein Acknowledge schicken, also machen wir hier Message. Gleich New. Message. Destination Local von mir aus. Wir haben es ja noch nicht belegt, also weiß der Henker, bisher können wir nichts Gescheites eintragen. Und da will ich das losschicken vor Forwarder Send. Acknowledge. Also so soll sich das anfühlen für unsere Entwickler. Das heißt, was Sie hier in dem Source Code sehen, hat überhaupt nichts mit TCP/IP zu tun, sondern wir sehen, statt TCP/IP eine Abstraktionsebene, mit der wir jetzt mehr anstellen können. Nämlich wir können jetzt senden, empfangen und wir haben Nachrichten. Das heißt, wir haben jetzt hier plötzlich eine eigene Sprache für verteilte Systeme erfunden und wir sprechen jetzt über Messages, Forwarder und über Receiver. Also sind wir jetzt eine Abstraktionsebene höher, als wir noch mit den Sockets fahren. Natürlich müssen wir jetzt erstens eine Implementierung spendieren für TCP/IP-Sockets und zweitens könnten wir überlegen, ob wir noch eine Dummy-Implementierung spendieren, damit wir hier lokal testen können. Wir wollen ja in der Continuous Delivery Pipeline nicht ständig ein riesen Server-Client-Brimborium aufbauen. Vielleicht wollen wir einfache Testcases schreiben, wo wir den Server oder den Kommunikationspartner durch irgendeinen Mock-Server ersetzen und das wollen wir möglichst einfach tun. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit über diese Interfaces geschaffen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.